Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Minute, was denn? Wir sind. Ich will diese Scheibe hier mal kaputt machen, wenn ich sie sehe. Wir sind hier in den Archiven scheinbar oder kurz davor. Auf der Suche nach einem neuen Plasmid, welches ich noch nicht kenne. Verbesserter Ionenlaser? Oh. Der Thinker hat ein neues Spielzeug bemerkt. Ein Knallfrosch in den Augen Gottes. So, schnell die Gegner ausschalten, bevor sie irgendwie Stress machen können. Ach, die kann ich sogar mitnehmen. Au. Dich nehme ich mit. Laser, dich nehme ich auch mit. So, nerven zwar ein bisschen vom Geräusch her, aber hey. Können halt echt nicht schaden, dabei zu haben. Und interessant, scheinbar gibt es keine keine Waffen-Upgrade-Stationen mehr, wie ich das jetzt interpretiere, sondern nur noch diese verbesserten Waffen, die irgendwo rumliegen. Ein bisschen schade. Aber ansonsten wäre es wahrscheinlich ziemlich wenig geworden, deswegen vielleicht auch irgendwie verständlich. Au, das war jetzt blöd. Weil man will ja dann auch nicht irgendwie 10 Waffen-Upgrade-Stationen hier irgendwie verstecken. Ja, wenn man die quasi... was wollte ich gerade sagen? Ich bin jetzt irgendwie mitten im Satz, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wow. Wow. Gedächtnis. Was ich aber auf jeden Fall noch sagen wollte, ist... ich habe mal nachgeguckt, wie das jetzt mit der Timeline quasi war. Und zwar... Ist die ohne Adam-Leiche hier? Und zwar Bioshock 1 spielte. Was war das? 1900. Ich hab's mir immer aufgeschrieben. 1960. Ne, warte, 60 kann doch gar nicht sein. Doch, stimmt. Bioshock 1 spielte im Jahr 1960. Das war halt quasi das Jahr, in dem auch Andrew Ryan starb und der ganze Kram halt in Teil 1 passiert ist. Bioshock 2, das Intro war im Jahr 1958, wo also quasi Delta gestorben ist und Lärm sich Eleanor wieder gekrallt hat. Moment, falsch. Da. Und der Rest von Bioshock 2 war dann im Jahr 10 Jahre später. 10 Jahre später? Genau, im Jahr 1968. Genau. Oh. Genauso wie, oh, geil, Trinker, das nehme ich immer gerne mit. Genauso wie... Genauso wie, Minervas denn hier. Das bedeutet also, dass, quasi Deltas Geschichte und Sigmas Geschichte entweder kurz nacheinander spielen, was ich jetzt irgendwie vielleicht vermuten würde, oder sogar zeitgleich spielen könnten. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, beides 68, kann, keine Ahnung, das eine könnte im Januar, das andere im Dezember sein. Ne? Weiß ich nicht. Ach, heilige Scheiße, was geht nie ab? Zack! Zack! Ja. Scheiße. Schnell nachgucken, wo ist der nächste Sicherheitsschalter? Genau links neben mir. Wenn der Raum so rot ist, ist es natürlich mies. Man kann die Kamera nicht sehen. Ich hätte sie hören können, habe ich aber nicht. Klar, man hört so etwas auch in Rapture. Einer von den Business-Typen hat mich mal gefragt, wieso spleißen sie sich nicht weiß? So kommt man nach vorne. So eine Idiotie. Ich habe zu ihm gesagt, erstens bin ich ganz vorne und zweitens soll es ja in Rapture darauf ankommen, was einer leistet und nicht welche Hautfarbe er hat. Ein Jammer, dass man manchen Leuten nicht mehr Vernunft einspleißen kann. Oh, stimmt. An sich war Andrew Ryans Paradies ja nicht wirklich das Paradies, was er haben wollte, ne? Wo bin ich jetzt überhaupt gerade? Wo bin ich hier? Wo latsche ich hin? Woher komme ich? Pst, weiß nicht.
Wo ist das Klo? Wobei, das haben wir schon gefunden. Was zum Geier laufe ich hier gerade rum? Okay, da ist dicht. Kann ich aber hacken. Von hier. Ich habe begonnen, einen neuen Ansatz in Sachen Splicing-Krankheit zu testen. Adam hat nämlich ein Gedächtnis. Diese Methode nutzt die Erinnerung des Adams an frühere Zellkonfigurationen, um sämtliche genetischen Veränderungen bei Patienten rückgängig zu machen. Mit einer letzten Dosis geben wir dem Patienten sein früheres Selbst wieder. Es ist nur eine Theorie. Selbst für einen einzigen Test geht die Anzahl der möglichen chemischen Bindungsstellen ins Unendliche. Und ich kann das nicht allein berechnen. Aber ich habe von einer Additionsmaschine im Herzen der Stadt gehört, die eine höhere Rechenkapazität haben soll als jedes andere Gerät auf der Welt. Wenn ich deren Möglichkeiten nutzen könnte. Verstehe. Tenenbaum will also quasi auch an den Thinker ran. Wieso kann ich nicht? Also. Ja. Quasi alles Splicer zu heilen, wenn man es so nennen will. Das ist so interessant. Und wir haben die Schrotflinte wieder. Das gefällt mir auch sehr gut. Langsam ist mein Waffenrepertoire wieder ganz gut dabei. Das Problem ist nur, die Schrotflinte hat jetzt wieder ziemlich... ziemlich kleines Magazin quasi. Scheiß Roboter, hört auf, so einen Krach zu machen. Weshalb die jetzt wieder ein bisschen weniger nützlich ist. Ich sehe nichts. Bot, geh mir aus dem Gesicht. Starte Eingabe der Audioinhalte in die Thinker-Datenbank. Subjekt Pearl Porter. Start der Aufnahme. Näher ran und in den Rekorder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Milton. Also, hier spricht Mrs. Pearl Porter. Ja, so. Und ich mache diese Aufnahme mit meinem brillanten Gatten, den ich sehr liebe. Und, ich freue mich schon sehr auf London. War doch gar nicht so schwer, oder? Du wirst bestimmt mal froh sein, wenn wir uns das anhören können, wenn wir alt und grau sind. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist denn der? Ach, hier ist ein Weg. Oder? War ich hier schon? Nee, ne? Hier war ich nicht. Nee, hier habe ich das Geschütz gehackt, bin aber glaube ich nicht weitergegangen. Oder? War ich jetzt hier schon? Verdammt, ich bin... Ich verwirre mich gerade selbst. Scheiße. Doch, warte, hier war ich schon. Verdammt, wo muss ich jetzt hin? Karte, hilf mir weiter. So, da sind auf jeden Fall... Ah, da ist eine Treppe. Die habe ich noch nicht abgesucht. Okay. Ich glaube, ich weiß einigermaßen, wo die ist. Ist es irgendwo... Hier links? Ist es hier? Warte, hier war ich doch. Ja. Scheiße. Da ist eine Treppe. War ich da schon? Nee, sieht nicht so aus. Gut. Da scheint noch eine Tür zu sein. Bin ich da nicht durchgekommen oder was war das? Ich muss jetzt gerade komplett nach der Karte laufen, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin muss. So, hier geradeaus. Achso, das ist da oben. Da war ich doch. Wieso wurde mir hier eine Tür angezeigt? Achso, das ist ja oben, stimmt. Ja, das ist das Problem. Die Karte verwirrt mich jetzt halt ein bisschen. So, und die Treppe wird auch nach oben. Da hinten wäre noch ein Gang gewesen. Das sind ja nicht mehr die Archive. Das ist ja schon wieder woanders. Oh Gott, ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hin muss. Da müsste es noch irgendwo weitergehen. Da müsste es weitergehen. Ach stimmt, da war glaube ich eine Tür, durch die ich noch keinen Weg gefunden habe, ne? Vielleicht ist irgendwo... Keine Ahnung.
So. Okay. Wegfindungsschwierigkeiten. So, das war hier und dann... Genau, diese Tür. Da muss ich quasi rein. Warehouse. Und da ist ein Loch im Boden. Okay. Kann ich also einfach von unten mit dem Hackwerkzeug ran. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Hier sonst noch irgendwas? Nö. Gatherer's Garden. Ich könnte mir noch einen Gentoniker-Slot holen. Ich glaube, das mache ich auch. Die sind halt echt nützlich. Vorsichtige Hacker wieder einpacken. Was ist das? Explosiv-Ionenlaser? What the fuck? Klingt aber sehr effektiv gegen Big Daddies. Also der erhöhte Schaden ist jedenfalls definitiv zutreffend. Der ist unglaublich erhöht worden mit dem neuen Laser. Das Ding macht auch mindestens den doppelten Schaden. Gefällt mir. Mehr davon, das ist gut. Etagen. Wo muss ich jetzt lang? Wo bin ich und wo muss ich hin? Hey, ich mach bloß meine Arbeit. Und so wie diese Trottel sich aufführen, machen sie sich nur selbst das Leben schwer. Mr. Ryan muss ein Auge darauf haben, was gewisse subversive Elemente über die Archives in Umlauf bringen. So sieht's doch aus. Glauben diese Linken vielleicht, die Banditen werden so nett sein und ihre Pläne an den Zentralrat schicken, mit so einem Schleifchen obendrauf? Bei Mr. Ryan ist das so. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Gewöhnt euch dran. Was mir da auffällt, wenn wir hier im Jahr 68 wieder sind, ist der Ryan längst tot. Da geht irgendwie auch keiner drauf ein, wa? Explosion? Irgendwo ein Explosionsturret? Oder was? Oh ja, tatsächlich. Fast kaputt, aber meins. Und ich habe Turrets immer gerne auf meiner Seite. Das Ding kann ich auch noch hacken. So. Irgendwas Nützliches? Schrot. Oh ja, dafür nehme ich meine Defibrillator mit. Schrot ist stark. Könnte mir nochmal nützlich werden gegen diese... Wie hießen die? Brutesplicer? Oder wie hießen diese fetten Typen? Ich bin ja eigentlich nur auf der Suche nach dem Plasmid, ne? Aber wo finde ich das? Naja, eigentlich hilft mir nur, den gesamten Bereich hier zu durchsuchen. Und eine Schrotflinte. Kann ich eigentlich nicht aufnehmen, weil ich jetzt Maximum Schrot habe. Hier. Kommt da rein? Komm ich. Und was ist das da? Gravity Well. Achso, ja. Schwung ist ein Strudel der Zerstörung. Das klingt sehr interessant. Komm hier, Sicherheitsgründe brauche ich nicht. Entfernen Sie Gerümpel oder Gegner. Vergeblich strampeln Sie gegen den Sog von Gravity Well. Ist also was ähnliches wie Zyklon Trap oder was? Der Finker weiß, was du damit vorhast. Und er ist nicht glücklich darüber. Porter hält seinen sprechenden Computer für einen harmlosen Spaß. Er spricht wie ein Mensch. Soll er nur ein Spielzeug sein? Nein. Ich höre, Ryan wird langsam paranoid wegen diesem Fontaine. Würde Porter... als Krimineller hingestellt, dann hätte ich den Finker für mich allein. Dann könnte ich die Maschine alles Mögliche vorausberechnen und vorhersagen lassen. Rund um die Uhr. Dann würde das Ding mal richtig Geld bringen. So, wie es gedacht war. Pfusch du nur weiter rum, Porter. Deine Zeit läuft ab. So funktioniert der Laser also. Okay.
Das wollte ich nur mal ausprobiert haben. Unterfall, nice. Gut. Sehr interessant. Der Explosivlaser, sehr interessant. Stopp. Wo war jetzt gerade der Safe? Kann ich nämlich kurz wieder auffrischen. Das könnte auf jeden Fall sehr nützlich gegen die Big Daddy sein. Ich muss halt nur treffen, aber die bewegen sich jetzt. Weil die bewegen sich schon einigermaßen schnell. Da habe ich das gehört. Da habe ich was gehört. Und da sehe ich was, was mir gefällt. Dich krall ich mir. Eigentlich ist das Ding wunderbar, um den Kampf zu eröffnen. Guten Tag, Big Daddy. Oh, okay, jetzt mal nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Verbraucht halt endlos viel Munition. Okay, es geht. Es geht. Ich hatte mir den Explosivlaser effektiver vorgestellt. Aber gut. Ah, okay. Big Sisters gibt's ja auch. Gut zu wissen. War zwar auch zu erwarten, aber gut zu wissen. Jetzt ist natürlich das Geschütz im Arsch. Meine Roboter sind auch hin. Ja, super. Ich habe jetzt eine Spruchflinte, ne? Wo ist die denn? Da. Ich versuch's. Wird schon schief gehen, wa? Bedeutet Engel. Hübscher Engel. Hübsche Haare. Schmutzige Haare. Geschäftsgeheimnisse! Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Ich okay. Das. Der Feuerlaser ist schon echt ziemlich stark. Einfach mal die hier schon ein paar Bienen loslassen. Die sind jetzt da oben hin. Ach, egal. Sehe ich dich doch schon. Sie ist auch gleich fertig. Komm her. Kann man durchladen. Au. Feuer Brute Splicer, tatsächlich. Aber gut, mit der Schrotflinte gehen die dann doch. Schrotflinte und Bienen, sehr effektive Kombination, wie mir scheint. Droppen alle so unendlich viel Geld. Seltsam. Oh, Marshmallows. Marshmallows? Fett. Oh. Ich drück. Achso, da oben war es besser. Okay. Gut, ich würde sagen, ich suche einfach mal die nächste Adam-Leiche, oder? Lass mal sehen. Da geht's lang. Da geht's lang, okay. So viel Geld liegt hier überall rum und ich kann's nicht mitnehmen. Die Maschine sagt jede deiner Handlungen voraus, bis du den Kern des Thinkers erreichst. Die Gleichung endet ganz einfach. Ich lasse nicht zu, dass so ein Fehler passiert. Das ist seltsam. Die Gleichung endet, wenn wir den Thinker erreichen. Ich meine, man müsste jetzt vermuten, dass wenn wir den Thinker... Also wenn wir den Thinker ausschalten, er das auch vorher sehen kann. Meine Theorie wäre jetzt, dass wir dann eine Entscheidung haben, ob wir den ausschalten wollen oder nicht oder irgendwie sowas. Diesen Thermal nehme ich auf jeden Fall mit. Meine persönliche Vermutung. Was ist das da? Was leuchtet da so? Achso. Okay. Speichern und ich glaube, die Leiche mache ich in diesem Part noch.
Und dann beim nächsten Mal gibt's wieder eine Little, nicht eine Little Sister, eine Big Sister. Da bin ich mal gespannt, ob ich dafür bereit bin. Nope, sehe ich gerade nicht. Ich hoffe, die Biene für die Einstiege läuft das echt gut. Alter, jeder, der Minervas denn durch, Minervas denn arbeitet, ist ja noch mehr durchgedreht als alle anderen in ganz Rapture. Au! Au! Scheiß Meiersplicer! Du kommst jetzt her. Bin ich gleich nach Hause, muss nur kurz hier. Nur kurz den Typen abknallen. Okay, er ist platt. So. Sehr schön. War nicht hier oben sogar eine? Nö. Antwort ist nö. Na gut, mache ich jetzt sowieso und ich komme dann an der Big Sister. Gut, das nächste Mal dann untersuche ich noch den Rest hier. Ich glaube, ich habe irgendwo ein bisschen was übersehen. Irgendwo, keine Ahnung wo. Vielleicht da hinten. Egal, ich gucke mich hier noch ein bisschen um, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja genau, hier vorne, hier ganz unten habe ich glaube ich mindestens einen Raum noch nicht gehabt. Naja. Und ja, dann auf jeden Fall beim nächsten Mal auch der Kampf gegen die, gegen die Big Sister. Bin ja mal gespannt, wie sehr die mir zusetzen wird. Na gut, ich werde es schon irgendwie schaffen, hoffe ich mal. Bis dahin. Ciao.